Kolleginnen und Kollegen, ich rufe auf Tagesordnungspunkt 42, Antrag der SPD betreffend gebührenfreie Bildung von Anfang an, Drucksache 19/5163 aus 19, zusammen mit Tagesordnungspunkt 72, dringlicher Antrag der Fraktionen von CDU und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN betreffend beitragsfreier Kindergartenbesuch, Drucksache 19/5205 aus 19, vereinbarte Redezeit 10 Minuten. Und als Erster spricht Kollege Schäfer-Gümbel für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch auf der Bühne. Die SPD treibt das Thema gebührenfreie Bildung seit Jahren an. Union und GRÜNE haben die Notwendigkeit hier im Haus geleugnet und dagegen angekämpft, wie Sie seitenweise in den Protokollen des Landtags nachlesen können. Jetzt weicht die Union einen Schritt gegenüber ihrer bisherigen Haltung zurück. Angekommen im 21. Jahrhundert ist sie damit aber noch lange nicht. Natürlich kann die Sozialdemokratie die Ankündigung der schwarz-grünen Koalition in der vergangenen Woche als Erfolg verbuchen. Und wir freuen uns über jenen noch so kleinen Fortschritt im Interesse der Eltern und Familien. Nun wünscht sich die Koalition eine Opposition, wie immer, die in Ehrfurcht erstarrt. Tut mir leid, damit können Sie ganz sicherlich nicht rechnen. Wir werden Ihnen damit auf jeden Fall nicht dienen. Wenn Sie es richtig gut und richtig gemacht hätten, hätten wir mehr als eine Flasche Sekt aufgemacht. Aber Sie haben es eben nicht gut und richtig gemacht. Schwarz-Grün reibt sich die Hände, war in den Zeitungen zu lesen. Das lässt den Schluss zu, dass es Ihnen nicht um die Sache geht. Mit Ihrer Häme können wir gut leben. Das sind wir, ehrlich gesagt, in dieser Periode nichts anderes gewohnt. Die Kaltblütigkeit, mit der Sie Ihren eigenen Fraktionskollegen bloßstellen, ist auch nicht unser Problem. Frau Wissmann und Herr Bockle, zwei respektierte Kollegen, haben hier monatelang die SPD-Vorschläge schlecht geredet. Frau Wissmann hat vom Weihnachtsmann gesprochen. Tatsächlich haben wir ja nun eher mit einem allerdings geschrumpften CDU-Weihnachtsmann zu tun. Und wenn der CDU-Generalsekretär eine Stunde nach der Regierungspressekonferenz ein Plakat vorstellt, ist doch klar, was die Absicht des Projekts ist. Dass die GRÜNEN diese Inszenierung als verlängerter Arm des Alfred-Drecker-Hauses mittragen, gibt weitreichenden Aufschluss. Gibt weitreichenden Aufschluss über die angebliche Eigenständigkeit der GRÜNEN. Wie kommt man auf eine beitragsfreie Zeit von 6 Stunden. Da steht ein Familienbildpate, das davon ausgeht, dass ein Elternteil Teilzeit arbeitet. Und seien Sie ehrlich, Sie meinen damit die Frauen. Sie haben hier im Landtag erst vor wenigen Wochen gegen ein Rückkehrrecht auf Vollzeit gestimmt. Da weiß man, woher der Wind weht. Volker Bouffier, Volker Bouffier hat ja im hr-Sommer-Interview sehr bewusst von, ich zitiere, normalen Kindergartenbesuch gesprochen. Die Union erdreistet sich, ein weiteres Mal zu bestimmen, was normal ist und was nicht. Wir wollen kein Familienmodell, kein Arbeitszeitmodell vorschreiben, sondern echte Wahlfreiheit. Und wir nehmen auch die gesellschaftliche Realität zur Kenntnis, dass die Wahlfreiheit von allen an den Rahmenbedingungen scheitert und beide Elternteile Vollzeit arbeiten müssen, um überhaupt über die Runden zu kommen. Kollege Schäfer-Gümbel, einen Moment bitte.
Ich bitte doch auch auf der Regierungsbank, die Gespräche einzustellen. Ich denke, das stört den Redner. Auch das bin ich gewohnt. Es darf nicht sein, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, dass dann Das gilt aber auch für die SPD-Fraktion. Es darf nicht sein, dass dann ein schwarz-grünes Gebührenmodell diejenigen bestraft, die auf Betreuung über 6 Stunden hinaus angewiesen sind. Von den rund 250.000 Kindern aller Altersklassen sind über 135.000 mehr als 7 Stunden durchgängig betreut. Durchschnittlich beträgt die Betreuungszeit 7,5 Stunden. Wohlgemerkt durchschnittlich. Also in vielen Fällen deutlich mehr. Die Eltern dieser Kinder zahlen also auch künftig Gebühren nach ihrem Modell und ihren Vorstellungen. Tausende Eltern zahlen weiterhin. Das hat die CDU gemacht. Nun kolportieren CDU und GRÜNE, die SPD wolle im Kern dasselbe wie Schwarz-Grün, nur irgendwie mehr. Falsch. Es geht nicht. Falsch. Es geht nicht um ein Mehr. Es geht um völlig unterschiedliche Familien, Frauen und Gesellschaftsbilder. Es geht um eine grundsätzliche Frage. Es geht um eine grundsätzliche Frage, ob frühkindliche Bildung ebenso wie Schule und Universität kostenfrei sind. Niemand käme auf die Idee, nicht einmal die Hessische Union, Studierenden, die Seminare, die bis 13 Uhr gehen, kostenfrei zu stellen und für den Rest zahlen zu lassen. Allerdings, in der Schule haben Sie dieses Modell, dass man zusätzlich zahlen muss, eingeführt und nennt es heute Pakt für den Nachmittag. Ich nenne das Schulgeld durch die Hintertür. Für uns geht es bei der kostenfreien Bildung um eine grundsätzliche Frage von Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Das haben Sie ja häufig, Frau Wissmann, Herr Wagner, Herr Bocklet, Herr Bouffier, in Abrede gestellt. Für uns ist das aber nach wie vor so. Es geht um eine Haltung in der Familienpolitik und in der Frauenpolitik. Und die Frage, ob man den Herausforderungen der Gegenwart gewachsen ist oder ein Familien- und Frauenbild aus dem vorigen Jahrhundert propagiert. Schwarz-Grün verbucht Gebührenfreiheit unter dem Motto »Nice to have«. Für uns ist das eine Grundsatzfrage, und weil die Menschen diesen Unterschied spüren, wird ihr Kalkül nicht aufgeben. Sie haben uns kein Thema abgenommen. Sie haben es beflügelt, und dafür sind wir außerordentlich dankbar. Wir fordern, auch die Krippengebühren frei zu machen. Es gibt außer einem antiquierten Familienbild kein Argument dafür, für Krippen weiterhin Gebühren zu verlangen. Die sind im Übrigen besonders hoch, bis zu 700 €, wie wir aus dem Evaluationsbericht der Landesregierung zum KiföG wissen. Wir meinen es ernst mit der gebührenfreien Bildung von der Krippe bis zur Uni. Die angebliche Gebührenfreiheit, die Sie propagieren, ist halbherzig. Der Griff in den KFA hingegen geht in die Vollen. Einmal mehr bedient sich die Union aus den kommunalen Gemeinschaftskassen, um ihre Politik zu finanzieren. Von wegen, wer bestellt, bezahlt. Das Land bestellt, die Kommunen bezahlen die Hälfte der Rechnung. Jahrelang hat Schwarz-Grün hier das Argument traktiert, Qualitätsverbesserung geht vor Gebührenfreiheit. Mit dem KiföG wurde jedoch das Gegenteil von Qualitätsverbesserung erreicht. Eine Evaluation mit dem Ergebnis, ich zitiere, es hätte auch schlimmer kommen können, ist nun wirklich kein Ruhmesblatt. Das ist wie ein Arbeitszeugnis mit der Beurteilung, er oder sie hat sich sehr bemüht. Es fehlen 7.400 Fachkräfte in Hessen, hat Ihnen die Bertelsmann Stiftung gerade ins Stammbuch geschrieben. Das KiföG ist ein Bürokratiemonster,
das den Kommunen und den Trägern das Leben schwer macht. Wir werden es durch eine handhabbare Neuregelung ersetzen. Dieses KiföG muss weg, auch wenn Sie mich aus Ihren Reihen gerade als Schlaumeier bezeichnen wollen. Gebührenfreie Bildung ist für uns eine Grundsatzfrage. Ich wiederhole mich. Es erfüllt mich bis heute mit Stolz, dass dieses Haus bundesweit Vorreiter war, Studiengebühren wieder abzuschaffen. Der Ort, wo Grundsätzliches geregelt werden muss, ist die Verfassung. Und deshalb bringen wir darum, die Gebührenfreiheit der Bildung in die Hessische Verfassung aufzunehmen. Das wird übrigens auch ein weiterer Prüfstein werden, wie ernst Schwarz-Grün es meint. Deswegen werden wir auch auf eine klare Formulierung dringen. Ich komme zum Schluss. Franz Müntefering liegt aus meiner Sicht falsch mit dem Satz, Opposition ist Mist, aus vielen Gründen. Wir haben immer wieder in dieser Periode bewiesen, dass wir als Opposition Verantwortung übernehmen und aus der Opposition Veränderungen erreichen können. Das gilt in der Flüchtlingsfrage, Herr Bauer, das gilt bei echten Ganztagsschulen, und das gilt eben auch mit den Kita-Gebühren und dem Einstieg am heutigen Tag. Ohne den Druck der Opposition hätten Sie nichts gemacht. Der Ministerpräsident hat noch in der letzten Der Ministerpräsident hat noch in der letzten Sitzung von diesem Platz aus dazwischengerufen, als ich ihn dazu aufgefordert habe, dass er das so nie gesagt habe. Und heute spricht er davon, dass er Wort halten wolle. Also, meine Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, letzter Satz. Nein, Sie haben uns kein Thema genommen, sondern Sie haben es beflügelt. Deswegen bleibe ich dabei. Ich bin Ihnen dafür außerordentlich dankbar. Herzlichen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Boddenberg, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Herr Schäfer-Gümbel, es ist Ihnen aus meiner Wahrnehmung nicht ganz gelungen, Ihre schlechte Laune, die Sie seit einigen Tagen haben, zu verbergen. Und so ein bisschen hat mich Ihr Beitrag heute, da wir beim Kindergarten sind, Herr Schäfer-Gümbel, da wir beim Kindergarten sind, hat mich Ihr Beitrag so ein bisschen an das alte Spiel erinnert. Klaust du mir ein Förmchen, klau ich dir ein Förmchen. Ich glaube, wir sind einen erheblichen Schritt weiter. Und ich will zunächst tatsächlich mal Danke sagen dafür, dass Sie das heute als Setzpunkt der SPD eingebracht haben. Weil wir mit den Setzpunkten, die uns zur Verfügung stehen, und den aktuellen Stunden zurzeit nicht so ganz hinkommen bei all den Dingen, die wir in diesem Hause gerne besprechen würden. Deswegen ist es gut, dass Sie uns Gelegenheit geben, heute über die Kindergartenbeitragsfreiheit zu reden. Aber ich will schon auch sagen, wo die Unterschiede liegen. Das ist und nimmt Bezug auf das, was Sie gesagt haben, Herr Schäfer-Gümbel, für die CDU ist es nach wie vor so, dass die Erziehung und die Bildung der Kinder zunächst auch einmal Verantwortung der Eltern, der Väter und der Mütter ist und das gute Recht auch der Eltern ist, sich um diese Fragen und zwar vollumfänglich zu kümmern. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber die, wir wollen und müssen dazu beitragen, dass es eine Entscheidungsfreiheit für alle diejenigen gibt, die sagen, ich will staatliche Leistungen, egal ob das die Ganztagsschule, die Nachmittagsbetreuung dort, ob das die U3-Betreuung oder eben der Besuch des Kindergartens anbelangt, in Anspruch nehmen. Ich bin natürlich froh, wir alle sind froh, dass das beispielsweise im Kindergartenbereich Mitte 90% der Eltern für ihre Kinder auch so entscheiden.
Da sind wir möglicherweise in der Frage der Pointierung unserer Grundsatzpolitik durchaus sehr weit auseinander. Ich will aber schon den einen Punkt gleich aufgreifen, Herr Schäfer-Gümbel. Wenn Sie von einem antiquierten Familienbild der CDU reden, dann frage ich mich allen Ernstes, wieso waren Ihre bisherigen Vorstellungen, was die Beitragsfreistellung anbelangt, davon ausgehen, dass Sie das für einen Umfang von 5 Stunden pro Tag tun. Wir sind jetzt bei 6 Stunden. Also ist Ihr Familienbild nach Ihrer eigenen Aussage ein Stück weit antiquierter als das der Union, das Sie uns eben vorgeworfen haben. Ja, das ist falsch, weil Sie jetzt in der letzten Woche noch einmal versucht haben, nachzulegen, weil Sie gemerkt haben, das Thema ist bei der CDU und bei den GRÜNEN in guten Händen. Und wenn wir schon versuchen, die Geschichte zu bemühen, dann will ich schon eines klarstellen. Der Ministerpräsident dieses Landes und Landesvorsitzender der hessischen CDU hat auf einem Parteitag 2013 mit Blick auf die damalige Debatte um die Frage der Bund-Länder-Finanzen einen sehr glasklaren Satz gesagt, nämlich, dass wir für den Zeitpunkt, dass wir dort ein Ergebnis erzielt haben, wir haben damals über die Klage gestritten, manche erinnern sich noch daran, wir sind bis heute froh, dass wir diese Klage aufrechterhalten haben, weil wir jetzt ein Ergebnis haben. Es ging damals darum zu sagen, ja, wir sehen das als eine Notwendigkeit an, die Eltern zu entlasten, und das tun wir dann, wenn wir die dazu notwendigen Mittel haben. Und hier oben sitzen eine ganze Reihe von jungen Menschen auf der Bühne, die ich immer wieder im Auge habe, wenn wir über Jugendliche, über junge Menschen, über Kinder reden. Wir müssen halt am Ende des Tages als Regierungspartei auch dafür sorgen, dass das alles bezahlbar ist. Und um es gleich vorwegzunehmen, was die SPD jetzt jüngst nach der Veröffentlichung der Landesregierung zur Beitragsfreistellung von 1., 2., 3. Kindergartenbeitrag für 6 Stunden, was die SPD dort vorgestellt hat, lieber Herr Merz, ist doch abenteuerlich in der Gegenfinanzierung, die Sie dort aufmachen. Wir reden über eine weitere Milliarde Mehrforderung der SPD für den hessischen Landeshaushalt. Jetzt sind wir schon bei 3 Milliarden, 3,5 Milliarden, wenn wir das noch dazu nehmen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, das ist alles andere als eine solide Haushaltsführung mit Blick auf die Zukunft unserer Kinder. Und da wir bei der Frage der Qualitätsverbesserung sind, der Minister wird sicherlich nachher noch einiges dazu sagen, oder auch Kollege Wagner, ja, wir nehmen auch zu dem, dass wir jetzt 3 Jahre beitragsfrei stellen, auch die Qualitätsverbesserung weiter in den Blick. Und ich will noch einmal daran erinnern, jetzt werden Sie wieder kommen, bemüht nicht dauernd die Vergangenheit, mache ich aber trotzdem, auch wenn es Ihnen nicht gefällt. Wir hatten 1999 für diesen Bereich in der hessischen Landespolitik im Landeshaushalt 65 Millionen. Wir liegen heute bei dem gesamten Thema der Betreuungs- und Kita-Förderung bei 500 Millionen. Das ist, wenn Sie es nachvollziehen, eine jährliche Steigerung der letzten 18 Jahre von über 12%, meine Damen und Herren. Wir brauchen uns doch von Ihnen nicht erzählen lassen, was die Frage von Qualitätssicherung im Bereich O3 wie auch im Bereich der Kindergärten anbelangt. Sind wir und bleiben wir nichts, aber auch rein gar nichts schuldig. So, und dann reden wir einmal über die kommunale Seite. Ich will für alle noch einmal festhalten, die Kinderbetreuung ist eine originäre Aufgabe der kommunalen Ebene. Und das ist auch richtig so. Das hat etwas damit zu tun, dass wir nach wie vor der Überzeugung sind, dass die Kommunalen viel näher dran sind an den jeweils sehr unterschiedlichen Bedarfen. In städtischen Milieus, in weniger städtischen Milieus oder in ländlichen Milieus gibt es unterschiedliche Strukturen, Sozialstrukturen, auch unterschiedliche Arbeitsmarktstrukturen und auch unterschiedliche gesellschaftliche Modelle. Und dem wollen wir und werden wir weiter Rechnung tragen. Und deswegen kann Bertelsmann gerne weiter fleißig Studien veröffentlichen. Das ist völlig okay. Aber eins bleibt am Ende des Tages auch dort aus meiner Sicht kritikwürdig, nämlich dass dort immer mit sehr pauschalen Durchschnittszahlen gearbeitet wird, ohne die sehr unterschiedlichen Strukturen, beispielsweise auch in hessischen Landkreisen und Kommunen, zu berücksichtigen. Und weil ich gerade bei Bertelsmann bin, ist ja schön, dass die sich mit allen wesentlichen Fragen der Zukunft beschäftigen, mit der Demografie, mit der Ganztagsschule, mit der Inklusion, mit der Kinderbetreuung und allem mehr. Ich kann Ihnen eines sagen, da steht ganz viel inhaltlich drin jeweils in diesen Studien. Aber ich kann Ihnen eines auch sagen, es kostet immer ziemlich viel Geld. Das sind mal 2 Milliarden, mal 5 Milliarden, mal 10 Milliarden, mal 15 Milliarden. Bertelsmann ist nicht die Landesregierung und auch nicht die Bundesregierung. Die tragen einen Beitrag bei, der notwendig ist zur Debatte über wichtige Zukunftsfragen. Aber am Ende des Tages müssen wir die Verantwortung dafür tragen, dass das Ganze auch bezahlbar ist. Und dort setzen wir die richtigen Prioritäten, Herr Schäfer-Gümbel. Und ich wiederhole es bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag, weil Sie uns vorwerfen, dass wir nicht ordentlich mit den kommunalen Kollegen und Kolleginnen umgehen.
Wir haben einen kommunalen Finanzausgleich, der übrigens ein Mehrfaches wachsen wird im nächsten Jahr. Da bin ich sehr sicher, und daran dürfen Sie mich nächstes Jahr gerne erinnern, ein Mehrfaches zulegen wird zu dem, was wir jetzt den Kommunen als Mitfinanzierer und noch einmal als originäre Aufgabenwahrnehmer, was wir denen jetzt in Anführungsstrichen zumuten. Wir hatten bisher das dritte Kindergartenjahr frei, voll aus dem kommunalen Finanzausgleich finanziert. Jetzt machen wir 3 Jahre, nicht 5 Stunden wie bisher, sondern 6 Stunden beitragsfrei für die Eltern. Und wir übernehmen die Hälfte aller dieser Kosten aus dem Landeshaushalt. Meine Damen und Herren, das ist neu. Das ist neu, das ist gut, und das zeigt, dass erneut wir bei den Kommunen sind und ihnen dabei helfen, ihre Dinge, ihre Aufgaben zu finanzieren. Und ich könnte jetzt noch einmal sagen, Herr Merz, ich könnte jetzt noch einmal all die Dinge aufrufen. Dafür reicht aber die Zeit nicht, die wir für die Kommunen in den letzten Jahren übernommen und aktuell übernehmen. Wir werden in diesem Plenum, weil es uns wichtig war, auch über einen weiteren Punkt reden, nämlich über die Hessenkasse, wo wir den Kommunen beim Abbau von 6,1 Milliarden Kassenkrediten helfen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich könnte über viele weitere Dinge reden, aber ich will zum Schluss kommen und will eines sehr, sehr deutlich sagen. Die Reaktionen in der letzten Woche waren einhellig bei den Betroffenen, und zwar bei Eltern, wenn die Kinder es artikulieren könnten im Alter von 3, 4, 5, 6 Jahren, hätten die es wahrscheinlich ähnlich formuliert. Aber bleiben wir einmal bei den Eltern, die durch die Bank sich darüber freuen, dass das Land ihnen bei der Beitragsfinanzierung der Kindergartenbesuche hilft, in einer Größenordnung, die pro Kind für 3 Jahre für Eltern bedeutet, eine Entlastung von 5.000 € netto, meine sehr geehrten Damen und Herren. Das ist die größte Entlastung, die Eltern in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten Jahren jemals erfahren haben. Und wissen Sie, was mich noch mehr freut? Und wissen Sie, Herr Schäfer-Gümbel, was mich noch mehr freut, und liebe Kolleginnen und Kollegen, dass viele Eltern, die sich darüber freuen und die sich zitieren lassen in den Tageszeitungen, einen zweiten Satz sagen, nämlich, dass sie dieses Geld sparen wollen, um es in die Zukunft und in die Bildung und Ausbildung ihrer Kinder zu investieren. Das war genau der Zweck, den wir verfolgt haben. Ich bin den Eltern für diese verantwortliche Haltung dankbar, und ich freue mich auf die weitere Auseinandersetzung, die sicherlich am heutigen Tag nicht enden wird. Herr Schäfer-Gümbel, ich hoffe, Ihre Laune wird zunehmend ein bisschen besser, wenn Sie einsehen, dass die CDU und die grüne Landesregierung gemeinsam nicht nur dort erfolgreich Politik macht, sondern dass das, was Sie zu Herrn Müntefering gesagt haben, möglicherweise nicht stimmt. Aber wenn ich das auch so interpretieren darf, Sie haben gesagt, es sei falsch, was Müntefering sagt, Opposition ist Mist. Wenn es weiter schön ist für Sie, dann lassen wir es doch dabei. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Schott für die Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich muss sagen, mich freut der Wettbewerb, der hier im Landtag bezüglich der Befreiung von Kindertagesstättengebühren stattfindet. Das ist ganz nach meinem Geschmack. DIE LINKE hat im Februar 2016 einen Gesetzentwurf zur Abschaffung der Elternbeiträge, zur Entlastung der Kommunen und zur Verbesserung der Qualität und zur Entkomplizierung eingebracht. Da kann man nur sagen, bei dem, was wir jetzt bekommen, das ist immerhin ein Schritt in die Richtung zur Durchsetzung unserer Forderung. Und wenn das so ist, dann zeigt das mal wieder, wie wichtig das ist, dass wir hier sind. Allerdings schreiben wir uns den Erfolg nicht auf unsere Fahnen. Denn das sind die vielen Elterninitiativen, die kommunalen Parlamente, die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, egal welcher Couleur, die in den letzten Wochen und Monaten Briefe über Briefe geschrieben haben. Es sind die Landrätinnen. Es ist auch die SPD, die damals im Februar mit dem kleinmütigen Antrag nachgezogen ist und das Thema zum Wahlkampfthema erkoren hat. Es ist aber auch die massive Belastung, die Eltern zu tragen haben, die durch kommunale Steuern und Abgaben
genauso wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger belastet sind und zusätzlich die hohen Kita-Gebühren zu tragen haben, die in der letzten Zeit ja immer höher geworden sind. Das muss man doch auch einmal sagen. Und CDU und GRÜNE haben schlicht und ergreifend Angst, dass sie im nächsten Jahr die Quittung für ihre verfehlte Politik bekommen. Dann haben sie, erst haben sie die Kommunen ausgeblutet. In der letzten Wahlperiode war die FDP auch noch dabei. Halten die Kommunen am Gängelband, haben ein KiföG verabschiedet, von dem sie gesagt haben, dass es nur die Untergrenze für Qualität und Personal darstellt und dass die Kommunen gerne eine bessere Ausstattung realisieren sollen. Sogar von Freiheit der Verantwortung war die Rede, aber nur bis zum Bericht des Landesrechnungshofes. Der schlug allen defizitären Kommunen ihre über das KiföG hinausgehende Qualitätsstandard um die Ohren. Wer kein Geld hat, darf sich keine Qualität, keine gute Bezahlung des Personals und keine höheren Personalschlüssel leisten. Jetzt haben wir eine neue Situation. Jetzt können wir uns aber freuen. Hosianna! Aber wie es mit der Freude ist, sie währt nicht lange bei dieser Landesregierung. Die frohe Botschaft war kaum im Land angekommen. Da rannten die Eltern bereits den Kitas die Türen ein und fragten, ab wann sie keine Beiträge mehr bezahlen müssten. Ob auch in den Kinderhorten und in der Nachmittagsbetreuung der Schule oder in den U3-Betreuungseinrichtungen die Beitragsfreiheit eingeführt wird. Den Erzieherinnen kommt dann die unangenehme Aufgabe zu, erklären zu müssen, dass dies nur für 2 Jahrgänge und nur für 6 Stunden gilt. Nichts gesagt wurde von der Landesregierung bezüglich der Kindertagespflege und zu den Kindern, die ein Jahr länger in die Kita gehen. Überall wurden die Grundmodule auf etwas mehr als 5 Stunden festgelegt. Jetzt beginnt die Arbeit von Neuem. 6 Stunden Aufenthalt in der Kita bedeutet gerade im ländlichen Raum, dass mehr Kinder am Mittagessen teilnehmen werden. Das muss organisiert werden. Ganz zu schweigen davon, dass alle von der Ankündigung überrascht wurden. Aber so ist das eben, wenn man so einen Schnellschuss im Wahlkampf macht, dann greift man auch mal mir nichts, dir nichts in die kommunalen Kassen. Wir wissen jetzt auch, dass wir alles unter Geschwätz subsumieren können, was von den Regierungsfraktionen hier im Plenum wie im Ausschuss zu der Qualitätsentwicklung zu den Kitas gesagt wurde. Es war am 5. August, als Markus Bocklet in der Presse verkündete, für die Eltern gebührenfreie Angebote sind erstrebenswert. Zunächst steht der Ausbau der Plätze und deren Qualität im Vordergrund. So schnell können sich im Wahlkampf Positionen verändern, wenn befürchtet wird, dass die Wählerinnen und Wähler genug davon haben, immer stärker belastet zu werden. Sie müssen fast überall im Land höhere Grundsteuern zahlen. Sie erleben vielfältig Erhöhungen bei Straßenbeiträgen, bei der Nutzung der Schulkinderbetreuung, von Schwimmbädern, Bibliotheken und Jugendeinrichtungen, solange es diese überhaupt noch gibt. Und überall auch umfängliche Angebotsverschlechterungen. Die Leute haben die Nase voll von ihrer Politik. Deswegen brauchten sie jetzt ein Bonbon. Ich an ihrer Stelle hätte auch Angst. Noch ein zweites Beispiel. Frau Wiesmann hat uns bei jeder Gelegenheit, wenn es um die Beitragsfreiheit ging, kritisiert, dass die Befreiung von Elternbeiträgen nur noch die Reichen bevorzugt. Was ist jetzt? Sollen wir sagen, die CDU bevorzugt die Reichen? Oder sind sie... Ach so, das machen nur wir, Entschuldigung. Aber vielleicht hat sie auch das Argument erkannt, dass es dringend notwendig ist, gerade die Familien zu entlasten, die knapp über den Befreiungsgrenzen liegen, die nämlich eben, weil sie ein Einkommen haben, das nicht groß ist, aber größer als das Existenzminimum, in vielen Kommunen den vollen Kitasatz zahlen müssen, weil es eben nicht überall gestaffelte Gebühren gibt. Wir haben ein grundsätzlich anderes Bild von Kita und frühkindlicher Bildung. Denn für uns ist sie ein Teil des Bildungssystems, in dem das Kind mit anderer Herangehensweise als in der Schule Lernprozesse wie Zusammenleben in einer Gruppe, Erfahrungen in der Natur, Kreativitätsentwicklung und einiges mehr erlebt. Bildung muss für Eltern wie für Kinder gebührenfrei sein. Hier darf es keine Hürden geben. Keine Überlegung, wie viel Bildung kann ich mir für mein Kind leisten und was ist nicht mehr drin. Es gibt genug Möglichkeiten, die Reichen zur Finanzierung dieser Daseinsvorsorge heranzuziehen. Deshalb heißt das Ding nämlich auch Steuern, damit gesellschaftlich wichtige Arbeit gut finanziert wird und dies von den Leuten, die nicht wissen, zum Teil, was sie mit ihrem Geld noch anfangen sollen. Da ist noch eine Menge Luft nach oben bei der Einnahmenseite. Dann können wir uns die Kosten für gute Bildung auch leisten.
Wo bleibt denn jetzt Ihre vielgepriesene und geforderte Qualität? 50 Millionen € will Schwarz-Grün in 2 Jahren dafür ausgeben. Das wären durchschnittlich 520 € pro Monat pro Kita. Dazu gibt es widersprüchliche Aussagen, wofür das Geld ausgegeben werden soll. Minister Grüttner sprach in der Vorstellung davon, dass das Geld für den Übergang in die Schule eingesetzt werden soll. Dann heißt es für Fortbildung der Mitarbeiterinnen. All das ist Stückwerk. Wenn die Kommunen von den hohen Lasten der Kindertagesbetreuung entlastet werden würden, wären sie auch in der Lage, den Personalschlüssel so gestalten zu können, dass die Einrichtungen Personal für Fortbildungen freistellen könnten. Dann bräuchte man kein Bonbönchen obendrauf. Wir brauchen bundesweit gültige Mindestqualitätskriterien, damit Eltern nicht solch unterschiedliche Bedingungen von Bundesland zu Bundesland, von Kommune zu Kommune erfahren müssen, wie wir es dem aktuellen Ländermonitor der Bertelsmann Stiftung entnehmen können. Bundesweit steht Hessen nicht gerade an der Spitze. Da sind es immer noch fast 10 über 3-Jährige, die einer Fachkraft gegenüberstehen. Wenn wir das Personal in den Kindertageseinrichtungen halten und dafür sorgen wollen, dass diese arbeitsfähig bleibt, müssen entscheidende Schritte gegangen werden. Es gibt Bürgermeister in Kommunen, die das hinbekommen, weil sie eben genug Personal einstellen können, weil ihre finanzielle Situation so ist, dass sie sich das leisten können. Es wäre eine enorme Entlastung für die einen und die Möglichkeit für die anderen, die es sich gar nicht leisten können, wenn das Land hier endlich mehr in die Verantwortung gehen würde und nicht noch zusätzlich Regelungen schafft, wo die Kommunen jetzt schon nicht mehr wissen, wie sie sie finanzieren sollen, wenn sie sie tatsächlich einführen. SPD und LINKE haben Anforderungen an die frühkindliche Bildung gestellt. Das ist zum einen eine Beitragsfreiheit. DIE LINKE wollte dies bereits 2017 vollständig haben, die SPD in 4 Schritten. Die Kommunen sollten entlastet werden. Ich sage es gern noch einmal. Erst das ermöglicht bessere Qualität. Hier will DIE LINKE eine weitestgehende Kostenübernahme, zumindest der Betriebskosten. Die Bürokratie soll abgebaut werden. Wer Verwaltungsvereinfachung und Bürokratieabbau möchte, hätte damals unserem Gesetzentwurf zustimmen müssen. Das Land könnte sein Personal anderweitig einsetzen. Die Kreise bräuchten keine Abteilungen für Beitragsermäßigungen mehr. Durch die Beitragsfreiheit würden sie echtes Geld sparen. Alles das tritt bei Ihrer Regelung jetzt nicht ein, weil wieder neu gerechnet werden muss und weil immer noch Beiträge gezahlt werden. Also hören Sie auf zu sagen, Sie schaffen Beitragsfreiheit. Sie schaffen sie eben nicht. Es ist eine Mogelpackung, und die Kommunen haben wieder Arbeit damit. Und der Kita-Träger bräuchte sich bei echter Beitragsfreiheit auch nicht mehr über das Zahlen oder Nichtzahlen-Können der Beiträge auseinanderzusetzen. Die Kitas könnten sich auf ihre Kernaufgaben konzentrieren und müssten nicht ständig rechnen, ob noch genügend Kinder für das vorhandene Personal da ist. Das ist nämlich die Situation, die Sie mit Ihrem KiföG geschaffen haben. Wir sind gespannt, welcher Gesetzentwurf diesen Ankündigungen folgt und wie mit der Kritik der Kommunen an dem unzureichenden Ausgleich umgegangen wird. Meine Herr Boddenberg hat es eben eingeräumt, dass es eben nur eine Teilfinanzierung ist. Das Thema wird in allen Kommunalparlamenten eine Rolle spielen. Und ich bin keine Prophetin, wenn ich davon ausgehe, dass Sie in nächster Zukunft wieder Briefe über Briefe von Bürgermeistern und Bürgermeisterinnen bekommen werden. Aber das muss man ja sagen. Immerhin hat die Landesregierung gezeigt, dass sie an der Stelle druckempfindlich ist. Deshalb können wir alle da draußen nur auffordern, den Druck weiter aufzubauen. Es ist noch ein ganzes Jahr bis zur Landtagswahl. Und diese Druckempfindlichkeit sollten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, Eltern von Schulkindern, Eltern von Kita-Kindern nutzen, um jetzt hier die Forderungen zu platzieren, die an der Stelle wichtig sind, damit es in diesem Land endlich eine gute Bildung, endlich eine gute Entlastung der Familien und endlich gute Kita-Betreuung gibt, und zwar gebührenfrei. Vielen Dank. – Als Nächster spricht Kollege Wagner, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Mehr Plätze, gute Qualität, keine Gebühren – das ist der Dreiklang für ein familienfreundliches Hessen, den wir heute auf den Weg bringen.
Mehr Plätze, gute Qualität, keine Gebühren. Alles drei gehört zusammen. Und genau so haben wir das im Hessischen Landtag auch immer vertreten. Alles drei gehört zusammen, meine Damen und Herren. Denn einen Kita-Platz, den es nicht gibt, den kann man nicht beitragsfrei stellen. Und so wichtig die Beitragsfreistellung ist, so ist Beitragsfreiheit auch nicht alles, sondern wir müssen uns um die Qualität der Kita-Plätze kümmern. Und deshalb bin ich sehr froh, dass es uns mit dem Doppelhaushalt gelingt, alle drei Faktoren, um die es bei guter frühkindlicher Bildung geht, zusammenzubringen, dass wir ein Paket schnüren konnten, mit dem wir alle drei Punkte verwirklichen. Wie sieht dieses Paket aus? Mehr Plätze. Wir können den Kommunen 86 Millionen € zusätzlich zum Ausbau der Kita-Infrastruktur zur Verfügung stellen. Das basiert auf einem Bundesprogramm. Das gehört der Fairness halber dazu, das zu sagen. Aber, ja, natürlich. Aber es sind 86 Millionen € für den weiteren Ausbau der Kita-Infrastruktur. Wir nehmen 50 Millionen € Landesgeld in die Hand. Und zwar nicht einmalig, sondern jährlich, um die Kita-Qualität zu verbessern, um die Kindertagesstätten als Einrichtungen der frühkindlichen Bildung zu stärken. Und, meine Damen und Herren, wir nehmen 440 Millionen € im Doppelhaushalt 2018-2019 in die Hand, um die Gebührenfreiheit für das erste, für das zweite und für das dritte Kindergartenjahr in Hessen zu realisieren. Das ist ein rundes Paket, ein großes Werk, meine Damen und Herren. Und solche Zahlen sind ja erst einmal etwas abstrakt. Wir beschäftigen uns im Hessischen Landtag natürlich jeden Tag damit. Aber was heißt das denn konkret? 86 Millionen € für den Ausbau der Plätze heißt, viele Mütter und Väter werden Beruf und Familie noch besser vereinbaren können, weil sie tatsächlich das Betreuungsangebot finden, was sie brauchen. 50 Millionen € für Qualität. Das bedeutet, Kindergärten werden noch stärker zu Bildungsgärten. Sie können noch besser ihrer Verantwortung zum Ausgleich von unterschiedlichen Startbedingungen von Kindern gerecht werden. Sie können Kinder noch besser fördern. Wir verbessern die frühkindliche Bildung in einem ganz erheblichen Ausmaß, meine Damen und Herren. Und was Eltern natürlich ganz unmittelbar spüren, für drei Kindergartenjahre bedeutet die Gebührenfreiheit eine Entlastung von durchschnittlich 5.000 € pro Kind, meine Damen und Herren, 5.000 € pro Kind. Wir entlasten die Eltern von Kosten, wir verbessern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, und wir stärken die Kindertagesstätten als Orte der frühkindlichen Bildung. Das kann sich wirklich sehen lassen, meine Damen und Herren. Hessen ist damit eines von vier Bundesländern, was eine solche weitreichende Beitragsfreistellung im Kindergarten realisiert. Und Herr Schäfer-Gümbel, wenn Sie hier ansprechen, das, was wir hier auf den Weg bringen, habe irgendetwas mit Ideologie zu tun, damit haben Sie ja große Ausführungen und weite Teile Ihrer Rede bestritten. Was sagen Sie denn dem Kollegen Scholz in Hamburg, der nur 5 Stunden freistellt? Ist das auch eine ideologiebetriebene Politik? Was sagen Sie denn der neuen Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Frau Schwesig, die ja nun wirklich in Familienfragen unverdächtig ist, die noch nicht einmal diese Beitragsfreiheit von Hamburg realisiert? Ist das ideologiebetriebene Politik, Herr Kollege Schäfer-Gümbel? Das ist doch Quatsch, was Sie erzählen. Es ist absoluter Quatsch. Wir haben immer gesagt, wir wollen den Dreiklang Qualität, Quantität, Gebührenfreiheit. Und wir können diesen Dreiklang jetzt realisieren, weil wir jetzt die Mittel im Haushalt haben. Und ja, da helfen uns sehr gute Steuereinnahmen. Das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber
Es gehört auch dazu, dass wir uns diese Handlungsspielräume im Landeshaushalt hart erarbeitet haben, durch einen Konsolidierungskurs im Landeshaushalt, der nicht immer einfach war. Und jede Maßnahme dieses Konsolidierungskurses hat die SPD abgelehnt. Wäre es nach Ihnen gegangen, wir könnten uns dieses Paket für die Eltern und für die Familien nicht leisten, meine Damen und Herren. Und jetzt kommen wir einmal dazu, was die SPD wirklich fordert, entgegen dem, was sie hier den Eindruck zu erwecken sucht. Ich habe die in Zwischenrufen erwähnte Broschüre der SPD mitgebracht, aus dem Frühjahr dieses Jahres, Zukunft Hessen. Was steht denn da zu den Plänen der SPD für den Kita-Bereich? Seite 9, orangener Kasten, Fakten. Ich zitiere, 4 Schritte zum Ziel. Die hessische SPD will die Elternbeiträge in 4 Schritten nach der Landtagswahl 2019 abschaffen. Nach der Landtagswahl 2019 abschaffen. Nach der Landtagswahl. Nach der Landtagswahl. Sie wollen, nein, nein, sehr präzise der Unterschied, sehr präzise. Sie wollen nach der Landtagswahl mit der Gebührenfreiheit beginnen. Wir setzen sie jetzt um. Sie sagen, nein, 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 nein. Sie sagen, der erste Schritt irgendwann nach 2000. Ich verstehe leider mein eigenes Wort nicht, Frau Präsidentin. Sie sagen, nein, nein, es ist der entscheidende Punkt. Sie sagen irgendwann nach 2019 wollen Sie in einem ersten Schritt das zweite Kindergartenjahr freistellen. Wir stellen das erste und zweite und dritte Kindergartenjahr jetzt frei. Kolleginnen und Kollegen, bitte. Nicht irgendwann, jetzt, meine Damen und Herren. Sie wollen irgendwann in der nächsten Legislaturperiode irgendwas machen. Wir handeln jetzt, meine Damen und Herren. Und wenn man jetzt den ganzen Pulverdampf der SPD weglässt, was bleibt denn dann? Was bleibt denn dann? Sie machen für die laufende Legislaturperiode, für die Jahre 2018/19, keinen Vorschlag, wie Sie die Eltern entlassen wollen. Sie machen keinen Vorschlag, sondern was wir haben, ist, diese Regierung handelt konkret. Sie machen keine Vorschläge für 2018/19, sondern haben ein bloßes Wahlversprechen für 2019. Wir reden über den Unterschied zwischen konkretem Handeln und einem vagen Wahlversprechen. Das ist der Kern dieser Debatte. Und dieses Wahlversprechen ist noch nicht einmal solide finanziert, meine Damen und Herren. Noch nicht einmal solide finanziert. Die SPD gibt als Finanzierung an, natürlich für die Zeit nach der Wahl, die Mehreinnahmen aus dem Länderfinanzausgleich. Meine Damen und Herren, diese Einnahmen belaufen sich auf 600 Millionen €. Die SPD in diesem Haus hat mittlerweile für die Zeit nach der Wahl Forderungen von 3 Milliarden € aufgehäuft. Neben der Kita noch in vielen anderen Bereichen. Sie haben das Geld schon 5-mal ausgegeben, obwohl es noch überhaupt nicht da ist. Das hat mit seriöser Politik nichts, aber auch gar nichts zu tun, meine Damen und Herren. Und jetzt kommt der Knaller. Das zweite Finanzierungselement der SPD. Kolleginnen und Kollegen, Zwischenrufe sind gut, aber wenn man sie nicht mehr versteht, nützen sie auch nichts. Das zweite Finanzierungselement der SPD ist das Qualitätssicherungsgesetz des Bundes. Damit wollen Sie nach 2019 Ihre Pläne finanzieren.
Meine Damen und Herren, dieses Gesetz gibt es überhaupt nicht, mit dem Sie die Beitragsfreiheit finanzieren wollen. Das ist doch keine seriöse Politik. Dieses Gesetz gibt es überhaupt nicht. Es ist eine bloße Ankündigung. So eine Politik irgendwann nach der nächsten Legislaturperiode hilft Eltern überhaupt nichts. Wir setzen auf mehr Plätze, gute Qualität und Gebührenfreiheit, nicht im SPD-Nirwana, sondern im Hier und Jetzt, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Für eine Kurzintervention hat das Wort Kollege Merz, SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Selten hat sich jemand so lächerlich gemacht wie der Kollege Wagner eben in seinem Beitrag. Ich hab hier in diesem Saal wirklich schon viel erlebt. Aber sich so vollends lächerlich zu machen wie Sie, Kollege Wagner, das muss man auch erst einmal hinkriegen. Sie wären besser ruhig, Kollege Pentz, sonst beschäftige ich mich noch mit Ihnen. Was ich nur sehr ungern täte. Kollege Wagner, der SPD ernsthaft vorzuwerfen, dass sie einen Vorschlag macht für eine Zeit, in der sie Regierungsverantwortung übernehmen will, ist nun von einer Partei besonders charmant, von einer Partei besonders charmant und von einer Koalition besonders charmant, die noch im Juni alle Vorschläge, die wir gemacht haben, über das gesamte letzte Jahr und darüber hinaus, beginnend mit unserem Gesetzentwurf vom letzten Jahr, abgelehnt hat, die noch im Juni in der Frage der Beitragsfreiheit überhaupt keinen Handlungsbedarf gesehen hat, wo die Kollegin Wiesmann und der Minister noch und der Kollege Bocklet im Zweifelsfall auch nur mit anderen Zungenschlägen davon geredet hat, das sei nichts anderes als ein groß angelegtes Subventionierungsprogramm für reiche Eltern. Die Kollegin Wiesmann nickt zustimmend, weil sie da der Auffassung immer noch ist, von einer solchen Partei hier den Vorwurf gemacht zu bekommen, wir würden erst Vorschläge machen für die Zeit, ab der wir Regierungsverantwortung haben, das ist nun wirklich in hohem Maße lächerlich. Jetzt wollen wir einmal ganz kurz auf die Differenz gehen. Sie schlagen etwas vor für 2018, was unzureichend ist. Unser Vorschlag setzt ein 2019 und umfasst Ganztagsangebote. Zu allem anderen später mehr. Hat er gut gemacht. Das kann ich nicht. Herr Kollege Merz, ich stelle fest. Herr Wagner, ich hatte Ihnen eigentlich noch nicht das Wort. Nein, Sie können schon da bleiben. Also, ich war gerade mit dem Mikrofon beschäftigt. Also zur Erwiderung, Kollege Wagner. Frau Präsidentin, Herr Kollege Merz, Sie setzen leider fort, wozu die Sozialdemokratie in den letzten Wochen übergegangen ist. Wenn es keine Argumente mehr gibt, wird erst einmal beschimpft und beleidigt. Ich habe aus Ihrer eigenen Broschüre zitiert, Herr Kollege Merz. Da steht von Beitragsfreiheit im Jahr 2018 nichts drin. Nichts drin. Nichts drin. Und Herr Kollege Merz, ich habe jetzt auch einmal die Haushaltsanträge der SPD für den laufenden Haushalt mitgebracht. Sie haben ja durchaus recht. Es ist das legitime Recht der Opposition, für die Zeit nach der Landtagswahl Vorhaben zu formulieren.
Aber wenn Sie sagen, Sie seien an dem Thema schon so lange dran, es gibt keinen einzigen Antrag, der die Beitragsfreiheit in diesem Haushaltsjahr hätte realisieren wollen. Ich meine das Haushaltsjahr 2017. Und wenn da keinen einzigen, Herr Kollege Merz, keinen einzigen Haushaltsantrag, gar nichts. Und das gehört dann schon dazu in der Opposition, Herr Kollege Merz. Nur die Backen aufblasen, nur allen alles versprechen, aber keine Finanzierung liefern, das geht eben nicht, Herr Kollege Merz. Davon hat keine Mutter, kein Vater irgendetwas. Und wir sind ja sehr gespannt, wenn wir in die Auseinandersetzung zum Doppelhaushalt gehen. Kolleginnen und Kollegen, bitte Ruhe. Also, je lauter gerufen wird, umso mehr scheint es ja zu treffen, meine Damen und Herren. Wir werden das ja dann sehen in den Beratungen des Doppelhaushalts 2018/19, was die Anträge der SPD sein werden. Ich stelle nur fest, in dieser Legislaturperiode kein konkreter Vorschlag, wie die Gebührenfreiheit realisiert werden soll, sondern ein loses Versprechen für die nächste Legislaturperiode. Wir machen es, Sie reden drüber. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.